Mein Name ist Max Holthaus, ich bin Lehrer an der berufsbildenden Schule, Adolf-Kolping-Schule in Lohne. Wir befinden uns hier bei der Vorstellung der Fachpraxisprojekte des beruflichen Gymnasiums, Klasse 13. Die finden bei uns jedes Jahr im Rahmen des Fachpraxisprojektes statt. In der 12. Klasse läuft ein ähnliches Projekt, in der 13. Klasse sind die Projekte freibestimmt. Hier wird immer umgesetzt, was die Jungs im Unterricht und die Mädchen im Unterricht erarbeitet haben vorher. Und dieses Jahr ist vom Cocktailmischer bis zu der selbstgebauten Drohne, selbstgebauter Leistungsprüfstand, ganz viele bunte Dinge sind dabei. Wir erhoffen uns, dass Leute, die praxisbegeistert sind und gerne ihr Abitur machen wollen, zu uns an die Schule kommen. Wir bieten die Möglichkeit, diese Sachen praxisorientiert durchzuführen. Mein Name ist Christopher Mittelbeck, ich bin 18 Jahre alt und gehe auf das berufliche Gymnasium Technik der Adolf-Kolping-Schule in Lohne. Ich bin Schüler der 13. Klasse und ich habe mit zwei weiteren Mitschülern, mit Tim Hamann und Julia Meyer, hier, wie Sie sehen, eine Cocktailmaschine gebaut. Zur Funktion lässt sich Folgendes sagen: Wir haben hier einen Schlitten, da können wir ein ganz normales Glas runterstellen. Und dieser Schlitten, der fährt nachher mit einem Programm unter die Ausgießer und dieser Winkel wird hochgedrückt gegen die Ausgießer und dann läuft die Flüssigkeit ins Glas rein. Gleichzeitig angezeigt, in welchem Bearbeitungsschritt er sich gerade befindet. Hier steht gerade Befüllen Sprite. Jetzt ist er fertig und jetzt wird auf dem Display angezeigt, Bacardi Sprite ist fertig. Prost!